Der Honig, den man auf der Straße bekommt, ist es nicht wert. Der Geschmack, die Wirkung, abartig. Wenn ich jetzt nichts unternehme, werden es andere tun. Für die meisten Menschen ist Honig nicht mehr als Brotaufstrich. Das wird sich jetzt ändern. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey. Willkommen, liebe Leute. In dieser Folge wollen wir euch das mit Abstand beste Brokkoli-Honig-Rezept zeigen, was ihr im gesamten Internet findet. Bei diesen Rezepten gibt es immer wieder ein, zwei Probleme und wie wir diese lösen, erfahrt ihr in dieser Folge. Für das Rezept brauche ich Backpapier, 250 Gramm Honig, eine Waage, 3,5 Gramm Brokkoli, MCT-Öl, das bekommt man im Bioladen oder online, einen Kaffeefilter, drei Gläser. Eins davon sollte man mit einem Deckel verschließen können. Da kommt nämlich später unser Honig rein. Und optional blaue Lebensmittelfarbe. Außerdem braucht man noch einen Grinder, am besten natürlich den Wins & Weeds Deasy Grinder, Link unten in der Videobeschreibung. Ich beginne damit, dass ich mir 3,5 Gramm Brokkoli abwiege, dann kommt das Ganze in meinen Grinder und wird ordentlich klein gemahlen. Am Ende sollte das ungefähr so aussehen. Wirklich erstaunlich, wie sich beim Brokkoli durch das Grinden die Farbe verändert. Als nächstes möchte ich meinen Brokkoli dekarboxylieren. Darunter versteht man das Aktivieren der Wirkstoffe. Wenn ich das nicht machen würde, hätte der Honig später keine Wirkung und die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen. Ich stelle dafür das Backblech mit dem Backpapier und meinem Brokkoli im vorgeheizten Backofen ohne Umluft bei 120 Grad in den Ofen und warte 30 Minuten. Dann kann ich das Blech wieder rausnehmen. Walter Breit? Okay, ich komme raus. Der Brokkoli in dieser Folge wurde zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit der Bioline meines Partners Greenhouse Feeding angebaut. Keep it simple ist das Motto. In jeder Phase Wachstum oder Blüte, einmal in das Substrat einbringen, danach nur Wasser geben. In diesem Sinne, Leute, viel Spaß beim Weiterschauen. Nach dem Dekarboxylieren kommt nun das MCT-Öl zum Einsatz. Da wir nicht den Brokkoli selbst, sondern nur den Wirkstoff mit dem Honig vermischen wollen, brauchen wir einen Trägerstoff. Das Öl entzieht dem Brokkoli sozusagen die Vitamine und sorgt dafür, dass unser Honig später so gesund ist, dass man glatt abheben könnte. Ich kippe also meinen Brokkoli in ein Glas und gieße in etwa so viel MCT-Öl darüber, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Anschließend das Glas zuschrauben und nochmal gut schütteln. Als nächstes fülle ich ein bisschen Wasser in einen Topf, stelle ihn auf den Herd und bade das Glas darin auf niedrigster Temperatur für etwa 10 Minuten. Dabei sollte man immer wieder schön gründlich umrühren. Der Trick mit dem Finger im Wasser hilft mir dabei, dass die Temperatur nicht über 45 Grad steigt. So ab 50 Grad will man den Finger rausziehen. Und mit Hilfe dieser Temperatur und der Bewegung durch den Löffel helfe ich jetzt dem MCT-Öl, die Vitamine und Wirkstoffe schön aufzunehmen. Jetzt muss ich das Öl natürlich von den Brokkoli-Resten trennen, damit ich anschließend eine schöne, klare Flüssigkeit habe, die ich dann mit dem Honig verrühre. Dafür nehme ich einen Kaffeefilter und spanne ihn über ein Glas. Um das MCT-Öl, in dem die Vitamine und alle anderen wichtigen Stoffe gelöst sind, vom Brokkoli zu trennen, nutzen wir jetzt das Glas mit Filter und rechnen ungefähr mit 15 bis 20 Minuten, bis es durchgelaufen ist. Man hätte als Trägerstoff übrigens auch Butter oder Kokosöl verwenden können, so wie es in den meisten anderen Honigrezepten getan wird. Das hat aber im Gegensatz zum MCT-Öl den Nachteil, dass es sich nicht dauerhaft mit dem Honig vermischt. Wenn man den Honig eine Zeit stehen lassen würde, würde sich das Öl also immer wieder oben absetzen und der eigentliche Honig wäre nicht homogen mit den Wirkstoffen durchzogen. Während das Öl durch den Filter läuft, drücken wir schon mal unseren Honig in das Glas, in dem wir ihn später mit unserem Öl mischen wollen. Wenn man Honig im Glas gekauft hat, kann man sich diesen Schritt natürlich sparen, wenn das Glas noch genügend Platz hat, um das Öl aufzunehmen. Wenn ihr euer Glas oder eure Tube nicht richtig leer bekommt, wieder mit dem Wassertrick und dem Fingerthermometer bei 40 Grad einfach mal 2-3 Minuten reinstellen, dann wird er ein bisschen flüssiger und ihr bekommt auch alles raus. Wenn das Öl in der Zwischenzeit nicht vollständig abgelaufen ist, kann man gerne nochmal mit einem Löffel ein bisschen umrühren und drücken, so dass auch der letzte Rest durchläuft. Am Ende sollte es im Filter in etwa so aussehen, dann ist der Prozess beendet.
Wir haben jetzt hier unsere 250 Gramm Honig und unsere ungefähr 40 Milliliter MCT schön angereichert mit Vitamin. Und die vermengen wir jetzt. Und das Gute ist halt, wie ich euch schon gesagt habe, dass das MCT sich mit dem Honig sehr gut verbindet. Dafür nutze ich gleich eine Gabel. Let's go! Würde man das jetzt mit infusedem Kokosnussöl oder Butter machen, würde sich der Honig immer mal wieder genau so nach einer Zeit absetzen. Da wir aber hier MCT-Öl verwenden, bleibt er nach dem Umrühren richtig schön eine Masse und das passiert euch nicht. Jetzt das Ganze nur noch richtig gründlich umrühren und dann ist unser Honig eigentlich fertig. Kleiner letzter Tipp. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Honig. Eher flüssigen oder eher so diesen leicht sandigen. Und bei dem ist es scheinbar besser, dass ich das nochmal zurück ins Wasserbad tue. Da wird es dann eine einheitliche Masse, wird einfacher zum Rühren. Bei dem flüssigen ist es um einiges einfacher. Ich wäre nicht weiter breit, wenn mein Shit nicht blau wäre. Und deswegen kommen hier jetzt noch 2-3 Tropfen blaue Lebensmittelfarbe in den Honig, damit ihr den Deluxe-Honig, der euch wegträgt, auch von dem Straßenhonig unterscheiden könnt. Dieser Schritt ist natürlich rein optional, hat aber neben der außergewöhnlichen Farbe auch noch einen anderen Vorteil. Er hilft nämlich auch, den Superhonig vom normalen Honig zu unterscheiden, sodass man nicht aus Versehen das falsche Brot mit zur Arbeit nimmt. Das war's dann wohl. Das Zeug wird bald jeden verdammten Menschen erreichen, der den Kanal immer noch nicht abonniert hat. Warum können die Leute nicht einfach einen Daumen da lassen und die Glocke läuten? Dann wäre es niemals so weit gekommen.